Ein echter Worldchanger-Betrieb ist die Tischlerei Schwab in Schlehdorf. Das 1939 gegründete Unternehmen wird jetzt von Fritz Schwab in der dritten Generation geführt. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz werden hier großgeschrieben. Wir sind eigentlich eine reine Möbeltischlerei und haben uns aber in den letzten Jahren darauf spezialisiert, dass wir sehr viele Massivholzmöbel machen. Wir waren die erste Tischlerei in Salzburg, die das österreichische Umweltzeichen gekriegt hat. Wir haben jetzt auf unserem Firmengelände insgesamt mittlerweile 5 Photovoltaikanlagen installiert. Die letzte eben vorne auf dem Carport, die dann mit dem Speicher eben installiert worden ist. Und das ist jetzt so, wo wir diese Leistung erreicht haben, wo wir die Energie, die wir verbrauchen, auch selber produzieren können. Dieser Batteriespeicher deckt die in einem Betrieb anfallenden Stromspitzen ab und schaltet von Einspeisung auf Verbrauch um. Die Tischlerei Schwab denkt aber nicht nur beim Thema Nachhaltigkeit in die Zukunft, sondern plant auch langfristig die Übernahme des Betriebs. Wir haben uns vor mittlerweile knapp 4 Jahren dazu entschlossen, das Unternehmen zu teilen mit einem Partner, der bei uns in der Tischlerei gelernt hat auch. Und der Robert Plattner hat dann die Möglichkeit, dass er die Firma eben zur Gänze übernimmt. Entstanden ist es dadurch, dass wir gesagt haben, was geschieht mit unseren Mitarbeitern und mit unseren Kunden, wenn ich einmal in Pension gehe. Und dadurch haben wir dann gesagt, ja, wir müssen den Mitarbeitern auch eine Sicherheit geben, dass der Betrieb weitergeführt wird. Auch Robert Plattner ist das Thema Nachhaltigkeit in der Tischlerei wichtig und bringt schon jetzt seine Ideen mit in die Unternehmensphilosophie ein. Ja, in der Nachhaltigkeit haben wir sehr viel umgesetzt im letzten Jahr. Und zwar haben wir eben die Planungsprogramme gekriegt, wo wir die Plottenoptimierung haben. Massivholz beziehen wir zu einem Teil von den Bauern. Ploten beziehen wir von Umweltzeichen zertifizierte Betriebe. Und nicht nur das, denn die Tischlerei möchte in den nächsten Jahren den Stromverbrauch noch weiter senken, den Verbrauch weiterhin optimieren und in neue Arbeitsgeräte investieren. Wir brauchen diverse Maschinen nur dazu, dass wir die Effizienz steigern von der Produktion, dass man auch nachhaltiger arbeiten kann. Das hängt auch immer zusammen. 5 Photovoltaikanlagen, Holz aus der Region und neue Technologien. Die Tischlerei Schwab zählt damit zu den Worldchanger-Unternehmen in Salzburg. Wenn Sie Fragen rund um Photovoltaikanlagen haben, klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/photovoltaik.